So, heute wieder ein MAN und ein, ich habe zwar im letzten Video gesagt, Dreiachser, aber ich zeige euch hier mal ein Bild. Das da sieht dem da sehr ähnlich, aber das Problem ist, kommt mal ganz kurz mit. Seht ihr, was das da ist? Ich zeige euch das mal. Das hier ist ein Gelenk. Nein, doch. Und das insgesamt ist ein Gelenkbus. Nein, doch. Also das Bild da oben haut mit dem hier nicht überein, weil das Bild da oben sind 15 Meter maximal ohne Gelenk und das hier sind 18,75 Meter mit Gelenk. So, 2 Stunden später. Sieht die Anzeige ein bisschen anders aus, ne? Da sind die hinteren beiden Achsen, also die beiden hier, die hier und die hier, die sind nicht so nah beieinander, wie das vorhin der Fall war, sondern die sind jetzt weiter auseinander. Man sieht zwar jetzt nicht das Gelenk hier, aber ich kann euch immer noch beweisen, das ist immer noch ein Gelenkbus. Hier, Gelenk, 18,75 Meter. So, ja, warum der alle 2 Stunden da die Dings ändert, keine Ahnung. Ich habe im letzten TikTok, in dem, was so 200.000 Aufrufe hatte, hatte ich gesagt, ja, der Bus ist transgender. Das war einfach nur dahingesagt. Theoretisch wäre der Bus genderfluid, aber ich möchte jetzt auch nichts falsch sagen, weil die Kommentare werden...